Sind wir mal ehrlich, es ist echt schwierig, den einen einzigen besten Webhosting-Anbieter zu definieren. Und das kannst du mir echt glauben, nachdem ich das Internet durchforstet und unzählige Optionen ausprobiert und getestet habe. Demzufolge werde ich heute die besten Hosting-Anbieter Optionen vorstellen, ganz unabhängig von den Anforderungen deiner Website. Alles, was du tun musst, ist, dich zu entspannen und das Video zu genießen. Was macht also den besten Webhosting 2022 Anbieter aus? Erstens die Leistung. Die von Google empfohlene Ladezeit für Business-Websites beträgt 2,5 Sekunden und jeder hier erwähnte Anbieter wird mindestens leicht schneller als 2 Sekunden sein. Zweitens verfügt jeder Anbieter hier über stabile Server, die eine E-Commerce-Website oder einen Blog zu 100% und zu jeder Zeit verfügbar machen. Okay, um ein Business zu gründen, benötigst du außerdem ein SSL-Zertifikat und ein professionelles E-Mail-Konto. Das Schöne, ein Website-Builder ist bei jedem der besten Hosting-Anbieter enthalten. Oh, und bei uns gibt's keine Hosting-Anbieter mit altmodischen Control-Dashboards wie cPanel oder so. Versprochen. Egal, ob du ein kleines Projekt starten möchtest, wie eine Portfolio- oder Business-Landing-Page, oder ob du auf der Suche nach einer guten WordPress-Hosting-Option bist oder sogar den besten Anbieter für E-Commerce-Sites suchst, ich werde die effizientesten Anbieter vorstellen, also bleib gerne bis zum Ende dabei, um ein umfassendes Bild zu bekommen. Meiner Bewertung von Hostinger liegt ein einfacher Aspekt zugrunde. Es bietet fast alles, was die anderen beiden Anbieter auch tun, aber preiswerter. Ja, irgendwie ist er einer dieser Anbieter, bei dem man auf den ersten Blick Zweifel hat, aber sobald man mal für eine Weile mit ihm Shared Website Hosting gearbeitet hat, erkennt man, wie gut sie wirklich sind. Kein Hexenwerk, sondern schlicht und ergreifend das beste Angebot für dein Geld. Wie schon gesagt, ist Hostinger sehr stabil. In all den Jahren hatte ich höchstens ein paar Minuten Ausfallzeit, abgesehen von Wartungsarbeiten und anderen technischen Gründen auf Seiten des Servers. Gutes Beispiel, diese neue WordPress-Website erreicht nach einem Monat Testzeit 100% Betriebszeit. Was die vollständige Ladegeschwindigkeit der Website angeht, so lag Hostinger bei 1,4 Sekunden, also fast doppelt so schnell wie die eingangs erwähnte Empfehlung von Google. Okay, und was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du diese Leistung mit einem Shared-Hosting-Angebot erhalten kannst, das derzeit etwa 1,50 Euro pro Monat kostet? Meiner Meinung nach ist das bei weitem die beste und günstigste Webhosting-Option. Außerdem kannst du dein Webhosting entweder für einen Monat oder auch für bis zu 4 Jahre nutzen. Hierbei solltest du dich für den längsten Zeitraum entscheiden, wenn du das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen möchtest. Alles wie immer also. Dieses Shared-Hosting-Angebot lässt sich für etwa 3 Euro pro Monat erneuern. Du brauchst also nicht mal unbedingt einen Hostinger-Rabatt, um ein günstiges Angebot zu erhalten. Aber natürlich sind sie trotzdem immer gern gesehen und hilfreich. Daher werde ich die besten Angebote für dich unten in der Videobeschreibung hinterlassen. Für den genannten Preis erhältst du ausreichend Ressourcen, um fast jedes Projekt zu starten. Von einer kleinen Unternehmensseite bis hin zu einem Blog mit vielen Fotos, sowie hier zu sehen. Du erhältst 50 GB SSD-Speicherplatz, ein professionelles E-Mail-Konto, 100 GB Bandbreite und ein kostenloses SSL-Zertifikat. 100 GB Bandbreite reichen übrigens für jedes mittelgroße Projekt aus und wenn du wächst, kannst du bei Bedarf einfach auf einen geeigneteren Tarif umsteigen. Es ist außerdem super, dass Hostinger kostenlos wöchentliche Backups anbietet, sogar innerhalb des günstigsten Tarifs. Das kann dir also den Allerwertesten retten. Gut, noch kurz zum Dashboard von Hostinger. Es ist ziemlich einfach zu verstehen und dementsprechend auch zu bedienen. Jo, es erinnert ein bisschen an ein cPanel, nur irgendwie verfeinert und gestrafft. Es ist einfach zu bedienen und du hast einige praktische Tools, wie zum Beispiel automatische Aktualisierungen. Hostinger arbeitet im Übrigen auch mit Syro zusammen, einem kostenlosen Website-Builder bzw. Baukasten. Syro liefert zwar nicht unbedingt das umfangreichste Tool, aber es ist bequem zu bedienen und du kannst zum Beispiel innerhalb eines Nachmittags schöne Designs erstellen. Von allen Anbietern, mit denen ich gearbeitet habe, eignet sich Hostinger hervorragend für kleine bis mittelgroße Projekte. Es zeigt eine hervorragende Leistung und bietet gleichzeitig Shared Hosting für rund 1,50 Euro im Monat. Mir gefällt außerdem super gut, dass Hostinger alle Tools enthält, die man für den Start eines Online-Geschäfts benötigt. Kostenloses SSL und Profi-E-Mail. Wenn du dich also fragst, wo fange ich mit dem Hosting an, dann kannst du jetzt eigentlich aufhören zu suchen. Oh, und zu all den besten Webhosting 2022 Anbietern, die ich hier und heute erwähne, gibt's Rabattlinks in der Videobeschreibung unten. Solltest du sie verwenden, bekommen wir eine kleine Provision, die letztendlich dabei hilft, diesen Kanal über Wasser zu halten, da wir nicht gesponsert werden. Also, wenn du dich entscheidest, sie zu verwenden, danke dafür und jetzt zurück zum Thema.
Der nächste auf meiner Liste ist wahrscheinlich das beste Hosting für WordPress-Liebhaber. Bluehost ist nicht nur ein großartiger Shared-Hosting-Anbieter, sondern auch einer von nur 3 Hosting-Anbietern, die offiziell von den WordPress-Entwicklern selbst empfohlen werden und, wie wir bald erfahren werden, aus gutem Grund. Wie schon gesagt, ist Leistung der Schlüssel und Bluehost ist da keine Ausnahme. Ich habe dasselbe WordPress-Setup mit allen Anbietern getestet, um die eindeutigsten Ergebnisse zu bekommen. Was die Ladegeschwindigkeit angeht, ist dieser Shared-Hosting-Anbieter ein bisschen langsamer als Hostinger, aber eben wirklich nur ein bisschen mit 1,6 Sekunden für das vollständige Laden meiner Website. Also im Grunde ein unmerklicher Unterschied für jeden ernsthaften User oder einfacher ausgedrückt einfach eine großartige Leistung. Die Shared-Hosting-Tarife beginnen bei etwa 3 Euro pro Monat und die Verlängerungspreise liegen derzeit bei 10 Euro pro Monat. Selbst nach der Erneuerung hast du also eine der besten WordPress-Hostings 2022 am Start. Und noch ein kurzer Hinweis zu den verschiedenen Tarifen. Bluehost hat keine monatlichen oder 6-monatigen Tarife, sondern Shared-Pläne, die mit einer 12-monatigen Prepaid-Periode beginnen. Das bedeutet, dass du für diesen günstigeren Preis ein Jahr Hosting erhalten kannst. Okay. Da das Ganze etwas teurer ist, ist es natürlich mit mehr Ressourcen ausgestattet als Hostinger. Du erhältst 10 GB SSD-Speicherplatz, unbegrenzte Bandbreite, 5 E-Mail-Konten, ein kostenloses SSL-Zertifikat und einen kostenlosen Domain-Namen für ein Jahr. Die 10 GB sind mehr als genug für ein Einzelunternehmen oder eine E-Commerce-Website und obendrein bekommst du ein kostenloses CDN, das einfach zu deiner WordPress-Website hinzugefügt werden kann und die Ladezeiten für deine Inhalte auf der ganzen Welt beschleunigt. Prima! Wenn du noch nie Webhosting genutzt hast, mach dir keine Sorgen, du kannst wirklich ohne Probleme einfach mit Bluehost loslegen und ja, es ist wahrscheinlich einer meiner absoluten Lieblingsanbieter. Das Kontrollpanel ist so schön einfach und übersichtlich, dass du alles, was du brauchst, in Sekundenschnelle finden kannst. Du erhältst außerdem dieses Bluehost-Dashboard mit einer WordPress-Einrichtung. Es ermöglicht dir die Verwendung von Staging-Tools, die Optimierung deiner Leistung und die Verwaltung von Updates. Und Bluehost ist der einzige Anbieter, der einen auf WordPress basierenden Website-Builder anbietet. Schlussendlich kann man also sagen, dass die Preise für Shared Hosting bei Bluehost recht erschwinglich sind, auch nach einer Verlängerung. Die Leistung ist für das beste WordPress-Hosting optimiert und ist nur geringfügig langsamer als bei anderen Anbietern auf dieser Liste. Die Nutzung ist auch für jeden Anfänger wirklich einfach und du erhältst einige nette WordPress-Funktionen kostenlos, wie zum Beispiel Staging-Tools oder automatische Updates und Automatisierung. Gut, wir haben also gerade über einen einsteigerfreundlichen Anbieter berichtet, wir haben auch über einen wirklich erschwinglichen Anbieter gesprochen und jetzt kommen wir zu den großen Geschützen, dem besten Website-Hosting für Entwickler, SiteGround. SiteGround kann sich wie eine große Investition anfühlen, aber in Anbetracht des Wertes und der Ressourcen, die geboten werden, ist es das dann doch wert. Wenn du ein neues Zuhause für dein mittelgroßes bis großes Webprojekt oder deine E-Commerce-Shops suchst, sind diese Shared-Hosting-Angebote genau das Richtige für dich. Also bitte nicht falsch verstehen, aber bei kleineren Projekten könntest du recht schnell in Schwierigkeiten geraten, wenn du nicht einmal die Hälfte der dir zur Verfügung stehenden Funktionen und Ressourcen brauchst bzw. nutzt. Wie sieht's mit der Leistung von SiteGround aus? Ich habe meine WordPress-Website über einen Monat lang getestet und hatte eine Betriebszeit von 100% ohne jegliche Ausfallzeiten. Und was die Geschwindigkeit angeht, wenn Hostinger mit 1,4 Sekunden schnell geladen ist, dann ist SiteGround ultra schnell. In 1,0 Sekunden vollständig geladen. Für den Endbenutzer fühlt sich das natürlich blitzschnell an, weshalb es wirklich ein überragender Grundstein für jedes Unternehmen ist. Ja, die Preise sind höher, aber du kannst Shared Hosting immer noch für unter 5 Euro pro Monat bekommen. Was mir persönlich gefällt ist, dass man nicht für einen langen Zeitraum im Voraus bezahlen muss, wie zum Beispiel 4 Jahre bei Hostinger, um einen ermäßigten Preis zu erhalten, sondern dass man das Hosting nur für ein Jahr bekommen kann, ideal für kürzere Projekte oder zum Ausprobieren. Die Tarife beinhalten ein kostenloses SSL-Zertifikat, tägliches Backup, kostenloses CDN, ungedrosselte Bandbreite und unbegrenzte E-Mail-Konten. Bei diesem günstigen Web-Hosting-Tarif ist der Speicherplatz auf 10 GB begrenzt, was für bestimmte Projekte, zum Beispiel Websites mit vielen hochwertigen Fotos, eine gewisse Einschränkung darstellen kann. Aber das ist überschaubar und der gesamte Speicherplatz ist SSD, was sich positiv auf die Gesamtleistung deiner Website auswirken wird. Verlängerungen können hier etwas teuer werden, aber die entsprechenden Pakete sind wirklich sehr leistungsfähig. Und ich sag ja, dass du feststellen solltest, dass dein Projekt tatsächlich das braucht und nutzt, wofür du bezahlst. Und selbst für 13 Euro pro Monat sind die SiteGround Shared Hosting Angebote noch ein ziemliches Schnäppchen.
Was die Bedienung angeht, so sieht das SiteGround Dashboard aus. Einfach und leicht zu navigieren und die Installation von WordPress ist ebenfalls super einfach mit nur wenigen Klicks. Du erhältst hier zwar einen Website-Builder, der meiner Meinung nach nicht so flexibel ist wie Syro, aber es ist immer noch ein großartiges Tool, um eine schnelle Geschäftsseite aufzubauen. Okay, insgesamt ist SiteGround also ein bisschen teurer, der teuerste Anbieter auf dieser Liste, aber du zahlst mehr für einen guten Grund. Die Leistung ist unschlagbar, du bekommst viele fortschrittliche Tools und es ist auch für Anfänger einfach zu bedienen. Die perfekte Wahl für alle Mission-Critical-Projekte. Alright, ich habe versucht, in meinem Webhosting-Testbericht heute so viel wie möglich abzudecken und mindestens einen Anbieter zu finden, der für bestimmte Nutzertypen als der beste angesehen werden kann. Ich will betonen, dass unabhängig davon, für welchen dieser drei Anbieter du dich entscheidest, sie alle über neue Technologien auf ihren Servern, schnelle Ladegeschwindigkeiten und gute Sicherheitsfunktionen verfügen und alle ein kostenloses SSL-Zertifikat anbieten. Wenn du aber einen Anbieter für eine bestimmte Zielgruppe suchst, dann empfehle ich Hostinger jedem, der ein knappes Budget hat und eine kleine bis mittelgroße Website erstellen möchte. Oder Bluehost ist super, wenn du WordPress liebst. Für die Ressourcen und Funktionen lohnt es sich auf jeden Fall. Und SiteGround ist der Big Boy, ein Shared Hosting, das für deine Mission-Critical Websites das Maximum leisten soll. Okay. Damit erstmal genug und die Frage, kennst du andere beste Hosting-Anbieter? Was ist der wichtigste Aspekt, der für dich einen guten Anbieter ausmacht? Ich würde dich echt gerne ein bisschen besser kennenlernen, also lass uns in den Kommentaren unten ein bisschen quatschen. Alles klar. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, habt heute etwas gelernt und wir sehen uns bald mal wieder.